Hallo ihr Lieben und willkommen zu einem neuen Video von mir. In diesem Video gibt es noch einen Book-Haul, denn ich hatte Geburtstag und ich habe mir was Besonderes überlegt. Denn auf meiner Tweetliste, die ich für 2021 gemacht habe, wenn ihr mein Halbjahresvideo für 2021 geschaut habt, dann wisst ihr, dass ich am Anfang sehr viel Fantasy gelesen habe. Bianca Iosiboni, Emily Bold und Kira Licht vor allem. Und dann hat sie plötzlich aufgehört und dann hat sie wieder nur New Adult Romance gelesen. Und deswegen habe ich mir von der To-Read-Liste für 2021 alle ersten Teile gewünscht, damit ich die noch in diesem Jahr lese. Und ja, ich hoffe, das klappt so, wie ich es mir vorstelle. Nachher haben wir dann, weiß ich nicht, 20 angefangene Reihen und das war's. Aber ja, das ist erstmal der Plan. Ich stelle euch 12 Bücher vor und ich wünsche euch natürlich ganz, ganz, ganz viel Spaß bei diesem Video. Los geht's mit 2 New Adult Romance Titeln, denn ich konnte es natürlich nicht komplett lassen. Das erste Buch ist Play and Pretend von Nena Tramontani. Auf der Bühne kann Bayoni alles sein, was sie im echten Leben nicht ist. Die Schauspielstudentin liebt es, in fremde Rollen zu schlüpfen, doch kaum jemand kennt den wahren Grund dafür. Nur ihr attraktiver Schauspielkollege Sebastian versucht hartnäckig herauszufinden, was sie im Rampenlicht vergessen will. Ausgerechnet mit ihm muss sie sich auf die Hauptrollen eines Theaterstücks vorbereiten. Der Gedanke, dass sie darin das Liebespaar spielen sollen, lässt Bryonis Herz höher schlagen. Sie will sich nicht eingestehen, dass sie Sebastians Nähe genießt, denn gleichzeitig macht er ihr Angst. Besonders in den Momenten, wenn sich sein Blick plötzlich verdunkelt und Bryony ahnt, dass sie nicht als Einzige ein Geheimnis verbirgt. Ich habe Teil 1 und 2 so geliebt und in Teil 2 hat Bryony ja schon so eine kleinere Hauptrolle und ja, es war so richtig schön, schon ein bisschen mehr über sie zu erfahren. Und jetzt geht's los mit Play and Pretend und ihrer Geschichte. Und es wird so toll. Ich freue mich sehr auf die beiden. Und das zweite und letzte New Adult Romance Buch ist Vielleicht jetzt von Caroline Wahl. Fast hätte Gabriella in Brasilien ihren Flieger verpasst und jetzt sitzt sie auch noch neben diesen unverschämten Kerl. Na toll, obwohl er eigentlich ganz süß ist. Aber für die Liebe hat sie ohnehin keine Zeit. Schließlich fliegt sie nach München, um ihren Vater kennenzulernen. Undercover beginnt sie ein Praktikum in seiner Catering-Firma. Doch an ihrem ersten Arbeitstag in der Küche stellt sich ihr Ausbilder ausgerechnet als ihr Sitznachbar im Flugzeug heraus. Vergeblich versucht Gabriella gegen die Funken zwischen ihnen anzukämpfen, denn Anton hat klare Regeln, was Beziehungen am Arbeitsplatz angeht. Ich habe mich, als das Programm von Love Intense rauskam, direkt auf Vielleicht jetzt gefreut. Das ist ja der erste Titel aus dem Programm und das Cover ist so schön. Und ich habe mich so riesig gefreut, als ich gesehen habe, dass die illustrierte Karte dabei ist. Und ja, richtig schön, was ich jetzt in den Händen halte. Und ich werde es verschlingen und ich werde es lieben. Und ich freue mich einfach sehr auf diese Geschichte. Und weiter geht's. Jetzt stelle ich euch 3 Bücher vor, wo ich den ersten Teil schon gelesen habe, den ich jetzt rereaden möchte, damit ich die weiteren Teile lesen kann. Das, was ich am Anfang des Jahres bei den ganzen Bianca-Büchern gemacht habe. Los geht's mit dem ersten Buch und zwar Der Kurs der Lüge, die Chroniken der Verbliebenen, Buch 1 von Mary E. Pearson. Ein Befehl und das Licht gehorcht, ein Wink von ihr und Sonne und Mond und Sterne fallen auf die Knie und erheben sich wieder. Sie ist Leah, Königstochter von Morrigan. Am Tag ihrer Hochzeit entflieht sie ihrem goldenen Käfig und lässt ihr bisheriges Leben hinter sich. Weit entfernt von Morrigan heuert Leah in einer Taverne an. Dort lernt sie eines Abends 2 Männer kennen, die sofort ihre Aufmerksamkeit erregen. Was sie nicht weiß, die beiden sind auf der Suche nach ihr. Einer wurde ausgesandt, um die Königstochter zu töten und der andere ist ausgerechnet jener Prinz, den sie heiraten sollte. Schnell fühlt Leah sich zu beiden hingezogen und ahnt nicht, dass sie längst in größter Gefahr schwebt. Ich hab's geliebt, geliebt, geliebt. Und ja, aber ich weiß überhaupt nichts mehr. Also wirklich, dass sie geflohen ist, ja. Und dass sie dann in dieser Taverne war, in diesem Ort. Und ja, aber sonst, nee, da ist nicht mehr so viel hängen geblieben. Aber es war so toll, ich hab's so geliebt und ja, ich werde es wieder lieben, da bin ich sicher. Und Teil 2 habe ich dann abgebrochen nach 60 Seiten, weil es mir zu langweilig war. Ja, mal schauen, was beim zweiten Mal ist. Und das zweite Rereading-Buch ist Die Rote Königin von Victoria Aveyard. Ich mag diesen Klebezettel nicht. Fuck ab.
Maris Welt wird von der Farbe des Blutes bestimmt. Sie selbst gehört zu den Roten, deren Aufgabe es ist, der Silberelite zu dienen. Denn die und nur die besitzt übernatürliche Kräfte. Doch als Mare bei ihrer Arbeit im Schloss des Königs in Gefahr gerät, geschieht das Unfassbare. Sie, eine Rote, rettet sich mit Hilfe besonderer Fähigkeiten. Um Aufruhr zu vermeiden, wird sie vom Herrscherpaar als Silberadlige ausgegeben und mit dem jüngsten Prinzen verlobt. Aber es ist der Thronfolger, der Maris Herz höher schlagen lässt. Es war toll. Ich habe es unfassbar sehr geliebt. Ich habe die Geschichte total verschlungen. Ich habe es Anfang 2019 gelesen. Der Kuss der Lüge war 2018 oder 17 oder so. So total lange her schon. Das war im Januar 2019. Da hatte ich noch nicht mit YouTube angefangen. Und ja. Genau. Und das letzte Rereading-Buch ist Ophelia's Game. Der erste Teil, Die Welt wird beben, von Lena Kiefer. Die 18-jährige Ophelia Scale lebt in England, einer nicht so fernen Zukunft, in dem Technologie gesetzlich vom Regenten verboten ist. Die technikbegeisterte und mutige Kämpferin Ophelia hat sich dem Widerstand angeschlossen und wird auserkoren, sich beim royalen Geheimdienst zu bewerben. Gelingt es ihr, sich in dem harten Wettkampf durchzusetzen, wird sie als eine der Leibwachen in der Position sein, ein Attentat auf den Herrscher zu verüben. Doch im Schloss angekommen, verliebt sie sich unsterblich in den geheimnisvollen Lucien, den Bruder des Regenten, und nun muss sich Ophelia entscheiden zwischen Loyalität und Verrat, Liebe und Hass. Ja, ich habe es wieder geliebt. Ich stelle immer wieder nur Bücher vor, die ich geliebt habe. Ich finde, es ist eines der besten Dystopien, die ich kenne, die ich gelesen habe. Und es war so krass genial und toll und wundervoll. Und ja. Ich weiß nicht, warum ich den zweiten Teil nie begonnen habe. Vor allem dieses Ende, Leute. Das Ende von Band 1. Oh mein Gott. Ja. Das waren die drei Bücher, die ich rereaden werde, bevor ich die nächsten Teile lese. Und jetzt fangen wir mit dreien an, die ich noch gar nicht kenne. Und zwar 2, 4, 6, 7. Und los geht's. Los geht's mit dem ersten Teil von Die Auslese. Nur die besten überleben, von Joëlle Charbonneau. Sia Bale ist stolz, eine der wenigen Kandidaten für die alljährliche Auslese zu sein, bei der die zukünftigen Führer des Commonwealth ermittelt werden. Doch am Vorabend ihrer Abreise bekommt sie von ihrem Vater einen beunruhigenden Rat: Vertraue niemandem. Gilt diese Warnung auch für ihren Kindheitsfreund Thomas, der verspricht Sia immer beizustehen. Thomas, der mit jedem schrecklichen Tag und jedem weiteren Todesopfer, das die gnadenlose Auslese fordert, mehr um sie besorgt zu sein scheint. Wenn sie überleben will, muss sie sich entscheiden für ein Leben ohne Vertrauen oder für eine Liebe, die sie das Leben kosten kann. Ja, es ist so ein bisschen, ich glaube, man kann es so ein bisschen mit Tribute von Panem vergleichen, die Auslese. Und genau, ich glaube, die zukünftigen Führer des Landes werden ja da ausgelesen und nur die Besten überleben. Und ja, ich freue mich schon ewig auf diese Reihe. Es gibt es auch als drei Teile in einem. Das ist dann so ein Wälzer, wo dann, ja, keine Ahnung, über 1000 Seiten sind. Ich wollte aber die Einzelbände und ja, bin jetzt sehr gespannt auf diese Reihe. Weiter geht's mit Gefangen zwischen den Welten von Sarah Oliver. Stell dir vor, du wirst aus deiner Welt geschleudert und landest plötzlich in einer Parallelwelt. Dort triffst du deine Doppelgängerin, die genauso ist wie du und doch ganz anders. Stell dir vor, du lernst dort einen Jungen kennen, der alles ist, was du dir je erträumt hast, aber du weißt nicht, ob du ihm trauen kannst. Stell dir vor, du müsstest dich entscheiden zwischen deinem alten Leben und deiner großen Liebe. Was würdest du tun? Ich freue mich so auf dieses Buch, denn es ist so groß geschrieben, dass ich es vermutlich an einem ganzen Tag durchsuchten werde. Vielleicht mache ich das ja auch sogar heute Abend. Und ja, ich freue mich sehr. Parallelwelt, es klingt großartig. Und ich bin so, so, so gespannt. Und die Reihe ist, glaube ich, vierteilig, ne? Dreiteilig. Egal. Ich werde es ganz sicher lieben. Und ich freue mich einfach, in diese Welt einzutauchen. Genau. Weiter geht's mit Fire and Frost, vom Eis berührt, von Ellie Blake. Ruby lebt in ständiger Gefahr, denn sie besitzt
Sie besitzt die Gabe, mit Feuer zu heilen und zu zerstören. Feuerblatts wie sie werden von der Frostblatt-Elite des Königreichs gnadenlos gejagt. Als die königlichen Soldaten Ruby aufspüren, wird sie ausgerechnet von dem jungen Frostblatt-Krieger Arkes gerettet. Kälte und Eis sind seine Waffen, doch er braucht Rubys Feuer, um eine Rebellion gegen den verhassten König anzuzetteln. Ruby weiß, dass sie einem Frostblatt nicht trauen sollte, doch jede Berührung zwischen ihnen knistert wie eine Flamme im Feuer, im Schneesturm. Sie ahnt nicht, welch dunkles Geheimnis sich hinter Arkes eisiger Fassade verbirgt. Ja, ich bin sehr gespannt auf die Reihe. Ich weiß noch gar nicht so darüber und bin gespannt, ob es mir gefallen wird. Und ja, mehr kann ich dazu nicht sagen. Noch eine Reihe, die ich eigentlich ewig schon lesen möchte, ist Isara, das ewige Feuer von Julia Dippel. Das gibt es jetzt auch im Taschenbuch. Ari hält sich für ein ganz normales Scheidungskind. Sie lebt bei ihrer labilen Mutter, verabscheut ihren reichen Vater und Job neben der Schule, um sich ein Auto leisten zu können. Doch all ihre durchschnittlichen Sorgen rücken schlagartig in den Hintergrund. Als übernatürliche Wesen versuchen sie zu töten. Einer von ihnen ist Lucien, für den Ari als Tochter seines Erzfeindes ganz weit oben auf der Abschlussliste steht. Als er jedoch erkennt, wie sehr er sich getäuscht hat, begeben sich die beiden auf die gefährliche Suche nach Antworten. Vor ihnen tut sich ein Abgrund aus Intrigen, Verrat und den Machtspielen einer verborgenen Gesellschaft auf, in der Ari ihren Platz finden und vor allem überleben muss. Also ich dachte auch, dass es in einer Welt, in unserer, also dass man von unserer Welt in eine neue Welt geht, aber ich habe keine Ahnung, wie das abläuft. Auf jeden Fall freue ich mich sehr und alle halten diese Reihe und ja, ich bin sehr gespannt. Ja, was soll ich zu Isara sagen? Ich hatte es mal da und ich habe ein paar Seiten reingelesen. Ich finde, das Taschenbuch hat eine absolute Minischrift. Vielleicht höre ich das Hörbuch. Mal sehen. Aber ich freue mich auf die Geschichte. Es ist ja eine vierteilige Reihe. Und dann mal schauen, ob es mir gefallen wird. Weil die Bücher von Julia Dippel, die werden ja total gehypt. Kassadim genauso. Und ganz viele haben aber gesagt, dass ihnen Isara trotzdem noch einen Ticken besser gefällt. Aber ganz, ganz viele sagen auch, dass Kassadim eins der besten Fantasy-Bücher überhaupt ist. Mal sehen, welche Reihe besser ist. Zumindest für mich. Ist ja immer Ansichtssache. Es geht weiter mit Clans of Lannen, Hexentochter von Sandra Krauer. Das Cover ist total schön. Als Caroline den geheimnisvollen Ash kennenlernt, ahnt sie nicht, dass ihr Leben schon bald in seinen Händen liegen wird. Denn Ash ist ein Magier und Caroline eine Hexe. Eine Hexe, deren Magie nie aktiviert wurde und das wird sie an ihrem 18. Geburtstag das Leben kosten. Während Caroline und Ash alles dran setzen, dieses Schicksal durch ein magisches Ritual abzuwenden, kommen sie sich immer näher. Doch dann erfährt Caroline, dass die beiden mächtigsten Hexenclans von London Jagd auf sie machen, denn Caroline ist Teil einer uralten Prophezeiung und sollte diese sich erfüllen, sind die Hexenclans dem Untergang geweiht. Klingt super spannend, klingt super toll und Hexen, ja, hatte ich auch lange nicht mehr im Buch. Das letzte war, glaube ich, eins von Terry. Ich glaube, das war ein bisschen mit Hexen und Magie und so. Oh, das klingt so gut und ich freue mich sehr. Ja, kommen wir zu Constellation von Claudia Gray gegen alle Sterne. Oh. Das sind nur drei Sätze. Er ist programmiert, sie zu töten. Sie ist bereit, ihn zu vernichten, bis sie sich näher kommen als gedacht. Das ist mal ein Klappentext, Leute. Gibt's hier noch irgendwas? Noemi ist bereit zu sterben und ihren Planeten gegen die Erde zu verteidigen. Als sie in einem verlassenen Raumschiff nach Hilfe für ihre schwerverletzte Freundin sucht, trifft sie auf Abel, die perfekteste künstliche Intelligenz, die je entwickelt wurde. Er ist programmiert, sie zu töten. Gleichzeitig aber muss Abel dem ranghöchsten Menschen an Bord gehorchen. So gelingt es Noemi, um das Geheimnis zu entlocken, das ihren Planeten retten kann. Dafür müsste sie Abel zerstören. Doch Abel sieht nicht nur aus wie ein Mensch aus Fleisch und Blut. Je näher die beiden sich auf der lebensgefährlichen Mission kommen, desto klarer wird Noemi, er fühlt auch wie ein Mensch. Bald steht er längst nicht mehr nur aus programmiertem Gehorsam zu ihr, aber ist er wirklich frei, alles für sie zu tun. Ich möchte es schon so lange lesen. Ich weiß, dass ich 2016, 2017, ich habe auf jeden Fall als der erste Teil von These Broken Stars rausgekommen ist, dann war ich halt so drin und dann wurde Constellation angekündigt und ich wollte es unbedingt lesen und habe es nie getan. Ich
freue mich so, so, so sehr hier drauf. Es gibt auch noch einen zweiten Teil und bin gespannt, wie es mir gefallen wird. Und ich guck mal kurz, wann ist das? Ja, ist auch 2017 erschienen. Genau, ich freue mich sehr auf Constellation. Und dann kommen wir zum letzten Buch und zwar Ash Princess von Laura Sebastian. Sie war zur Königin bestimmt und wird als Ascheprinzessin verhöhnt. Doch Theodosia von Astrea lebt und mit ihr die Hoffnung, eines Tages zurückzuholen, was ihr zusteht. Ihr Reich, ihre Krone, die Kron. 10 Jahre lang wird Theodosia gedemütigt auf dem Haupt eine lächerliche Krone aus Asche. Der Kaiser hat ihr alles genommen, als sie noch ein Kind war. Ihre Mutter, ihr Volk, ihre Sprache, ihren Namen. Als Theo machte er Lady Thora ein Symbol der Unterwerfung. Lady Thora ist gebrochen. Doch Theodosias ungebändigter Wille schlummert weiter in ihr. Als die Zeit kommt, zurückzuschlagen, ist Theo bereit, aber ist sie auch bereit, den Prinzen zu töten, für den sie unerwartete Gefühle entwickelt. Noch so ein Buch, was schon ewig auf der Liste steht. Ich bin mir nicht so sicher, ob es so das Richtige ist, ob es mir gefallen wird. Aber ich möchte es auf jeden Fall lesen und in diese Welt eintauchen und die Reihe ja, kennenlernen und freue mich hier drauf. So, ihr Lieben. Das waren erst einmal die 12 Bücher. Tada! Oh je. Ash Princess macht sich selbstständig. Auf jeden Fall könnt ihr mir gerne erzählen, ob ihr Bücher von diesem Stapel gelesen habt, ob ihr es geliebt habt, wie es euch gefallen hat. Und ja, lasst mir auf jeden Fall eure Meinung zu all diesen Büchern hier. Und dann bin ich gespannt, zu welchen Büchern ich zuerst greifen werde. Ich freue mich auf jeden Fall auf all diese tollen Titel und ja, bin schon richtig gespannt. Und ja, danke, dass ihr dabei wart. Ich wünsche euch noch einen wundervollen Tag und wir sehen uns bei meinem nächsten Video. Ciao, ihr Lieben!